Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an meine Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute Sea of Thieves. zusammen mit Team Bier, den SN und den Vatouche. Den Patrick. Raphael hat es heute leider nicht geschafft. Er kommt heute nicht. Er ist aber beim nächsten Mal, hoffe ich, wieder mit dabei. Und die Laura auch. Die Laura ist heute beim Essen mit ihrer Familie und alles. Die kommt vielleicht später noch dazu, sagte sie. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, wir nehmen heute eine neue Mission an und schauen wir mal. Der, ich glaube, Tim Bier sagte, das wäre eine richtig geile Mission und schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ich hab Bock, ich hab Bock. Genau, dann gehen wir mal oben in die Taverne und nehmen die Quest an. Ja. Auf geht's. Oh weh, wir kriegen da keinen geilen Scheiß, ne? Ich will so eine Rüstung haben, wie du hast. Was so richtig geilen Scheiß. Also, er muss richtig geil sein. Das muss. Hier auf dem Tresen liegt so ein Buch. Drück doch mal. Ich mag's kurvig, wie geht's dir? Oh, war klar. Die Spieldose benutzen wir. Ah, nein, da. Herz aus Feuer. Und weg ist er. Oh. Herz aus Feuer! There you are. I was starting to think you wouldn't make it. These dum, dum, are dangerous da. Times if the stories of pirates releasing Captain Flameheart are true. I know a few people who'd like a word with them about that. I mean, they used to say Flameheart lived for battle and bloodshed. Last time he was around, he nearly brought the Sea of Thieves to its knees. No one could stand up to him. Then one day, he simply disappeared. Still, not everyone's afraid. There are those of us, like Captain Pendragon, who are working to find Flameheart and stop him before he can regain his former strength. Since you're here, I assume that means we can count on you for your help. When we know more, we'll be in touch. In the meantime, do me a favor and take that journal back to Grace, would ya? She's always leaving it lying around. Okay. Also wir müssen okay, da hin. Kommt mal bitte zurück. Das Spielerkillerschiff kommt davon zu. Ist nur ein Einmaster. Wir kommen. Das ist ja geil. Also wir haben jetzt so eine richtige Story gestartet. Habt ihr gesehen, was die Alte für eine Rüstung anhatte? Mega geil. Guck mal, was da liegt. Auch so ein richtig geiles Feuer. Ich mag die Farbe. Ich will die so eine Rüstung haben. Ich will so eine. Kommt wirklich schnell auf uns zu. Ja, ich komme. Entschuldigung. Ich will so eine Rüstung wie Team Bier haben. Ich bin neidisch. Wo ist sie? Das? Der? Spieler? Nordwesten. Ach so, sollte man kurz noch erwähnen, meine lieben Freunde. Wir sind gerade im Livestream und machen das gerade live, die Aufnahme. Wenn ich hier mal ab und zu auf den Chat eingehe, ist das hier wegen Teamspeak. Und da gehe ich auch direkt mal ein. Justus schreibt, moin, so Freezy. Ja, moin, Digga, alles gut bei dir? So. Alle auf Deck. Alle auf Deck. Soll ich den Anker hochholen? Ist schon. Segel runter. Also ihr müsst mir Anweisungen geben. Segel runter. Und erstmal weg hier. Segel am besten nach links, oder? Wir müssen Richtung Norden, oder? Sven Meier sagt, hi. Hi. Wir haben mega Gegenwind. Vielleicht will der auch nur hier auf die Insel oder irgendwas verticken oder so? Weiß ich nicht. Der war hinter zwei Geistergajonen hinterher und ist dann abgedreht nach uns. Ist doch ein Einmaster, ihr habt einen Dreimaster, dann versenkt er doch. Theoretisch ja, haben wir genug. Ja, lass uns den. Dann steckt euch mal alle Kanonen in die Taschen erstmal. Ja. Gut. Was am besten? Fahren wir mal grob Richtung Norden, dann müssen wir das Buch noch lesen. Freezy Trukek schreibt, die müssen noch rauswürfeln, während die Kanone klettert, wenn die Kugeln leer sind. SN. Ich war freiwillig, das haben wir schon mal gemacht. die haben zu uns eingedreht, oder? Ach stimmt, der Danny ist auch hier mit uns im Teamspeak, das ist mein königlicher Vorleser. Yes, Sir. Das ist dann immer so, wenn wir aufnehmen oder voll grad Action ist, wie zum Beispiel bei Avengers. Da haben wir Avengers im Livestream gespielt und da musste ich hier kämpfen, bla bla. Da hatte ich leider nicht so den Chat im Blick. Und da kam Danny und dann kam das irgendwie so per Zufall. Da habe ich den König den Vorleser genannt und bla und blub und hin und her. Und jetzt ja. Ist es amtlich. Der Danny hat auch
glaube ich, schon mittlerweile sein rotes Tee bekommen. Er ist nicht mehr Team auf Probe. Er ist jetzt ein offizielles Mitglied. Ja, schon ein paar Tage. Ja, schon was länger, aber die Leute wissen das ja noch nicht. Genau, so ist es, Leute. Uni schreibt: Hey, königlicher Vorleser, schöne Grüße an Freezy, SN und Patrick. Ja, danke, Moni. Eigentlich wäre das Spiel doch hier auch was für dich, Moni, oder? Piraten, Bier trinken, Trauben, Schätze, ist genau dein Ding, habe ich das Gefühl. Du weißt, wo wir hin müssen, SN? Nicht grob, weil ich es nicht geschafft habe, das Buch zu lesen. Wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass der uns hier nicht auf die Nerven geht. Ein bisschen doof. Was steht denn im Buch? Was? Im Buch? Moment. Ja. Im Buch steht folgendes: Das Logbuchbündnis des einsamen Ufers und sein Verräter durch Stitcher Jim. Crazy Buddha meint, man möge dich aufknöpfen, damit das nervöse Rumgerinne aufhört. Ja. Das Buch hast du auch, Crazy, ne? Kann wohl sein. Mit E, glaube ich, und dann oben das Buch. Mit E und dann das Buch, ja. Mit Q und E kannst du blättern. Uni schreibt, sie hat sogar, sie kann es zum nächsten Mal installieren. Ja, cool. Tag 1. Soll ich vorlesen, Crazy? Ja, lies mal vor. Tag 1. Das Bündnis des einsamen Ufers ist gegründet. Heute stießen Ruby, Fetcher, Jim und ich mit Grog an, bevor das Bündnis in See sticht, um unbekannte Gewässer hinter dem Schleier zu erkunden. Tag 12. Wir haben etwas hinter dem Schleier entdeckt. Eine heiße, lebensfeindliche Umgebung, die wir mit Devil's Raw getauft haben. Jim hat ein Kästchen wundersamer Geheimnisse gefunden, das halb im Sand vergraben war. Wir haben es sicher an Bord unserer Kabine versteckt. Ach, hier, das ist doch ne Comic. Ja, moin. Wir müssen jetzt beide nach links, ne? Ja. Am besten. Tag 52. Wir wurden verraten, vergiftet vom Biss einer Ratte namens Stitcher Jim. Dreh jetzt mal nach Nordwest. Steht da der Wind besser? West-Nordwest sogar. Aber wir kriegen gleich Besuch auf der linken Seite. Ja, ich. Warte, das Buch ist ewig lang. Scheiß drauf. linke Seite, sagt ihr? Ja. Ja. Ah, da, ich seh's. Ich glaube, wir können jetzt. Habt ihr alle Kanonenkugeln dabei? Ja. Gut. Achtet mal bitte drauf, nicht, dass sich einer hier rüberschießt. Ja, genau. Ich fahre jetzt erstmal so, dass wir perfekt im Wind stehen. Also, das sind maximal zwei Leute an Bord, weil es nur ein Master ist. Vielleicht will der auch nur reden. Hatten wir schon mal. Er fletscht fest, da müssen wir sogar hin, ne? Nee. Bad Quelle schreibt Freezy. Er, sie ist dein größter Fan. Oh, cool, danke. Ja, Nordwesten. Ja. PH Gamer hat 5 Bits geteilt. Dankeschön. Und alles fit. Ich hoffe, ist doch. Bei mir ist wieder alles gut. Mein Sohn liegt bis Dienstag unter Beobachtung auf der Kinderstation. Nicht so viele Kugeln daneben ballern, ja? Wir haben nicht so viele. Ich wollte eigentlich nur einen Warnschuss abgeben, damit er abhaut, aber das interessiert ihn, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube, wenn er mal die Flagge drauf hat, interessiert einen sowas nicht. Wieso? Naja, wie gesagt, das ist die Flagge, wo man Erfolge bekommt, wenn man uns tötet. So, der will uns schon vielleicht eventuell was Böses. Okay. Ja, und ich schreibe einfach nächstes Mal Bescheid sagen. Ja. Wir sagen ja, ganz viele Ausrufezeichen Duell. Wir haben eine immer ältere Alternative. Wir müssen jetzt eigentlich gleich auf der Insel, aber wir können ja, da nicht hin wegen dem Boot. Ja, mach mal 90 Grad rechts. Lass da mal was mitfahren. Rechts. Gucken, was okay. Der gleich macht. Ja. Hier bist du gelobt. Deine Rolle in True Farming spielst du echt gut. Von Justin. Danke. Gell schreibt gute Nacht. Gute Nacht. Ich geh mal oben auf den Mast und guck mal, was da so abgeht. Okay. Was ist denn? Auch gerade gefragt. Hier hinten, links hinten. U-Boot? Nee. U-Boot? Ja, wir legen einfach mal an, mal gucken, wenn er ankommt, können wir ihn immer noch platt machen. Okay, was soll machen? Segel vorne ganz hoch, in der Mitte halb hoch.
Schon so früh? Würde ich noch nicht machen. Geht ja so lange. Gut, wir haben Gegenwind, dann lass mal. Ja, lass ja mal wir haben mal. Voll Gegenwind, lass ja, mal ist unten. Okay. Ja. Bitte. Jetzt kommst du jetzt an da hinten oder nicht? Da ist er, da ist er. Hm. Er ist bestimmt sowieso allein auf seinem komischen Schiff. Meinst du? Ich glaube, ich gehe mal gucken. Wie willst du das denn gucken? Komm da hin. Aber wenn er dich tötet? Bin ich schon wieder hier. Ja, dann mach. Und tschüss. Tschüss. Viel Erfolg. Ertrink nicht. Lob und Anerkennung. Wenn du schaffst. Wenn irgendwas ist, sagst du Bescheid, ne? I love you so much. HDGDL. Ich sing das taube Nüsschenlied für eigentlich dich. Müssen wir hier auf die Insel. Die sind hier direkt vor uns. Mhm. Fahrtquelle schreibt. Freezy, hast du mal Bock mit ihm ETS-2 zu zocken? Nee. Ihr sagt wegen Ren Anker? Wie teuer ja, noch ist Sea of Thieves? Oh, weiß ich nicht. Schau mal bei Instant Gaming vorbei. Was? Anker? Ist jemand an Bord? Nein. Anker? Nein. Wer ist an Bord? Bin bei denen an Bord. Hab den ersten tot. Schön. Ehrenmann. Versuch das Schiff gleich mal paar Brand. Ne? Ich hab den erstmal in den Anker gezogen. Komm zurück. Okay. Bleiben wir jetzt erstmal stehen. Ja, sonst hättest du es untergehen lassen können. Ja, du bist witzig. Da war noch ein zweiter an Bord. Das so, sind, die spielen schon ein bisschen länger. Die haben auf jeden Fall so eine geile Rüstung. Ich komm mal zurück. Ich fahr mal eine Ehrenrunde. Ja, wollte nicht gleich sterben. Von Iossa kommt. Ihr spielt eure Rollen echt gut. Er könnte das nicht so. Respekt dafür. Hallo. Alle Mann an die linken Kanonen. Linken Kanonen. Jo, ich fahr mal links runter. Jo. Kannst du die treffen hier schon? Nee. So, ich fahr mal so, dass ihr gut schießen könnt. Gleich. Ja, noch nicht so früh. Noch nicht die guten Kugeln. Entschuldigung. Ja, du kannst einfach. Ja, genau. Oh, der nächste. Dreht Jeremy schreibt. Ein. Deine Katze Sachsen. Schaut auch mit. Gehen wir vielleicht Sachsen, die Segel nach rechts. Du musst lenken, so treffen wir nicht. Ja, ich lenk schon gegen. Ja, lenk mal. Segel sind relativ egal, wenn wir langsamer sind, sind wir beweglicher. Mhm. Für alle nochmal, bei Instant Gaming ist es ausverkauft. Kannst du schießen. Jetzt kannst du schießen. 30 und 40 kriegt man. Oh ja. Jawohl. Ruf da. Achtet drauf, wenn sich jemand rüber schießt. Ja. Oh, die schießen sogar zurück. Nice, da ist einer gestorben von denen. Ja, ich glaube, das war's. Das Ding hat 20 Löcher. Ciao. Bitte in den Keller gehen, reparieren. Ja. Bei uns. Ja. Ich gehe runter, ich repariere. Oh, die werfen Brandbomben. Eine gute Idee, die habe ich doch auch. Lebt da noch einer, oder was? Ja, ja. Einer lebt noch. Hier läuft kein Wasser rein. Gut, ja, dann gut. Haben wir alles gut. Wenn der Keller trocken ist, so, abgesoffen. Ciao. War ein kurzes Erlebnis. Okay, ich drehe 90 Grad nach links. Da manchmal schon rum, aber... Nee, das passt. Das ist trocken. Mal 2 Minuten nochmal kontrollieren gehen, ob nichts nachläuft. Ja. Ja, moin. Boah, wir haben die ersten anderen Piraten getötet, ey. Das waren ja Waschlappen, Alter. Hatten die was dabei? Aber das ist noch nicht so, der Plan, aber gut. Ja. Wir fahren da mal hin, Sachsen, ne? Ja, ja, ich drehe die ganze Zeit schon. Ich wusste das, ich sehe da nichts. Ja, ich ja, weiß scheiße. Ungefähr, wo es war. Scheiße, wir hätten vielleicht mal gucken sollen, ob da was drin ist. Ja, kommt jetzt. Er jetzt hoch. Ach so! Kommt er jetzt gleich hoch. Entschuldigung. Wir fahren jetzt mal kurz vorbei. Hab ich nicht gehört. Hör doch mal zu. Ja gut, Segel passt. So, jetzt lass mal gucken, wie ihn hier. Siehst du schon was? Nee, nee. Ist jemand ganz oben? Nee, ne? Ich nee. Von oben siehst du es meistens besser. Ich müsste gleich anfangen zu glitzern und so. Wenn da was drauf war, ne? Vielleicht hatten die auch nichts. Ja, so Kanonenkugeln droppen eigentlich immer, wenn sie noch welche dabei hatten. Ja gut, das wohl war, ja.
Freezy, fall bitte nicht ins Wasser. Nee. Aber danke für deine Sorge. Immer. Siehst du was? Nee, ich sehe nichts. Gar nichts. Ja, dann war das wohl nix. Okay, dann hatten wir halt echt gar nichts dabei. Haben wir jetzt irgendwie Erfahrung doch, oder so bekommen? 1 Uhr. 1 Uhr? Ach jo, direkt vor uns, ja. Einer kann schon mal an den Anker gleich gehen. Ich gehe an den Anker. Ich versuche mit der Harpune schon mal rauszuziehen. Oder so, ja. Warte. Ja, wenn es Freezy so trifft, dann müssen wir nicht an. Ach, das ist eine Flagge von denen, ne? Brauchen wir die? Ja, nimm mit. Okay, wir müssen nicht ankern. Anker kann nur oben bleiben. Anker kann oben bleiben. Wie nehme ich die jetzt da raus? F. F, genau. Die legst du irgendwo aufs Schiff, die können wir. Ja, das bringt nicht viel, weil die nur Level 1 waren. Ja. Aber genauso machen die es halt auch, ne? Die versenken uns, nehmen dann unsere fette Flagge da oben mit. Und kriegen dafür richtig Asche. Ach so. Ich habe die Flagge im Captain-Raum gelegt. Ja. Wenn ihr die aber woanders hin haben wollt, müsst ihr mal eben Bescheid geben. Das ist doch nicht in ihr Ernst. Herr Sachsen, guck mal, 7 Uhr. Kommen die wieder oder was? Ich hoffe, die sind das nicht. Wollen die Stress oder was? Oh, na gut, ja, dann gibt's jetzt aufs Maul. Sind direkt hier um die Ecke wieder gespawnt oder was? Boah. Ey. Dann macht sie halt nochmal weg, dann kriegt er halt für die Flagge nochmal wenig, aber zweimal wenig ist immer noch besser als gar nichts. Ja. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.